Und da seid ihr auch schon wieder mittendrin im Let's Play Assassin's Creed 3 vom überaus wendigen Action Man. Was war das bitte für eine krasse Wende, für ein krasses Ereignis? Für euch ist das jetzt eine Folge her, für mich ist es eine ganze Woche. Also ich zitter förmlich noch am ganzen Leib. Wir haben einen Templer gespielt. Ich habe einen Templer gesteuert. Ich wurde von diesem Spiel in die Irre geführt. Also ich habe mir nochmal vorhergehende Folgen angeschaut und es waren eindeutig schon genug Assassinenzeichen zu sehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die diesen einen Typen da irgendwie in das Licht geführt haben oder ob die wirklich alle Templer sind. Denn ich meine, die kämpfen wie Assassinen, die kämpfen mit der Klinge, die klettern auf Dächern rum. Das macht doch kein Templer. Was ist da los? Naja, ich möchte es mal herausfinden, aber erstmal sind wir dadurch irgendwie wieder aus dem Animus rausgefallen und jetzt haben wir nach einem Streit mit dem Papa erstmal eine Aufgabe bekommen, nämlich die Stromversorgung hier zu sichern. Und das muss ich dann wohl erstmal irgendwie tun. Oder auch nicht. Okay, dann mal los. Und Don Misero Hetstanyo. Owiya awa unde hiya don jadagu. Tone wehade nagerade. Tesajer donerot niha. Nexiyate huwaya done kero. Aze konnte te jager da oni. Nexia ochten on de gadi was taque. Agungue da su awa hu anodun wezi ni out nesago de ogua. Zeuger da suria disax ne hatem. Rageneru quaque on te zini togwenyo. Nexi ohondo yo hawitu, ya de hagone raque. Ginu oro joque templar ague guta dinia rodarhox. Ne oho ot getzonis. Segotke esu orion o ahiguto gontanu o gottossi nesa galda skarnex. Ha, also doch eindeutig Templer alles. Wieso sind die Templer auf einmal den Assassinen so gleich? Und die Mission mit der Kutsche, da waren eindeutig Assassinenzeichen über den Nischeln von den Männern zu sehen. Also, sehr verwirrend. Naja. Vielleicht wurden die Assassinen ja schon ausgelöscht in dieser Zeit. Hawa, nexi dosa izi no kohonda dia hoze. Aha. Gut, dann folge ich wohl mal dem Anhalten. Ach, Kindheit. Hi, Star. Ja, meine Fresse, was rennt ihr denn jetzt erst hier rum? Ich denke, ihr wollt in den Wald. Jetzt hat er den Hund verscheucht. Das ist ein Wolfshund. Geht klar, Kumpel. Ah,
Dann eine Nähe, die hat eine Kehle. Der Nungwe, Lunza Nage, der hat die Ratgawas. Wagari Huarge, die hat Starla, die mit dem Jadu, die Nagere. Das ist richtig nett. Eine, die, der Tadi Harene. Ich denke mal, das wird ein Originalaufnahmen sein. Man hat heute, der wird Karitze Rinjane. Ja, gut, das sagst du gar. Macht alles noch viel authentischer. Dora Gohadu. Na toll. Easy, das ist Daten. Aska Degeni Asa Gayeri. Aska Dewa Nyawe. Ah ja, alles klar. So. Ich bin nur jetzt ein Indianerkind. Nachkomme von Haytham und ich habe schon wieder vergessen. Diddy Bums. Ich werde jetzt mal die Hinweise analysieren. Oh. Lass mal in den Mund stecken, ganz klar. Oh, was? Warum mampft er das Zeug denn? Das ist aber auf jeden Fall eine witzige Sache. Ich muss mich zwar beeilen, weil ich eigentlich bloß eine Minute pro Kindchen habe. Sehr schön. Er ist wohl das Arschlochkind. Mampf, Mampf. Ja, lecker Fußspuren. Muss mich beeilen. Verdammt, verdammt, verdammt. Oder auch nicht. Glück gehabt. Das war nämlich nur geraten. Jetzt muss ich hier irgendwas finden. Verdammt, verdammt, verdammt. Das sind zu viele. Da oben sitzt er doch aber. Hab ich jetzt alle? Muhaha. Ja, 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 ja. Ja, ja. Das war ja einfach. Oscar, Degeni, Asa, Gayerdi. Hört jetzt hier doch ganz anders. Whisk, Yayak, Sada, Sategu, Jotu, Oyerdi. Whiskey you want it, Dixie you want it, Osa you want it, Eerie you want it, Whiskey you want it, Yaik you want it, Dada you want it, Eerie you want it, Eerie you want it, what the fuck? Dawasa Oska, Dawasa Degeni, Dawasa Asa, Dawasa Gayeri, Dawasa Whiskey, Dawasa Yaya, Dawasa Zara, Dawasa Sadegu, Dawasa Wie weit ist er denn mit 10? Ach, da oben, okay.
renn doch, Junge. Run, Forest, run. Wow. Easy. Wuss. Was haben wir hier? Was bist du, Schweine? Ach nee, wer ist das denn? Scheiß Templer. Deswegen mag euch keiner. Weil ihr kleine Kinder rumschubst, ey. Du kommst mir bekannt vor. Wo habe ich dich schon mal gesehen? Ha. Das war aber nicht nett. Lass mich los! Oh, hört euch das an? Es kann sprechen. Klugheit und lebhaft dazu! Das ist Hesems Drecksbande von Templern. Wir haben Fragen an eure Ältesten. Sag uns einfach, wo dein Dorf ist, Bursche. Dann kannst du gehen. Tu, was er verlangt, Kind. Ich brech dir den Hals, weißt du? Nur ein bisschen mehr Druck. Und knack. Schon ist dein kleines Lebenslicht verloschen. Du bist ein Nichts, nur ein Staubkorn. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Die Weisesten unter euch erkennen was Zeichen der Zeit. Bösartige Figuren. Sie werfen sich uns zu Füßen. Jetzt zeigen die ihr wahres Ich. Doch du nicht, Schattes. Nein. Du klammerst dich an euer Leben. Bist zu dumm, es zu begreifen. Aber ich bin kein Unmensch. Natürlich. Du bist so ein kein Mensch. Damit du deinem Volk davon berichten kannst. Lass sie wissen, je früher wir bekommen, was wir wollen, desto eher könnt ihr zurück zu eurer primitiven Existenz. Ein guter Tausch, oder nicht? Wie ist dein Name? Charles Lee. Warum fragst du? Damit ich dich finden kann. Da freue ich mich drauf. Na genau so macht man sich Freunde. Genau so züchtet man sich Feinde ran. Oh, na klasse. Aber wieso kann er sich nicht so richtig verstecken? Ja. Wieso fallen denn die Blätter nach oben? Was ist denn das für ein Blödsinn, ey? Ja! Oh, nee. Oh, nee. Nee, wirklich, oder? Ja, ja. Streng dich an, kleiner Indianerbursche. Der hat eine Kraft. Trinket.